Willkommen zu einem weiteren legendären Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Sniper Elite 5. Ich weiß, sehr viele Menschen da draußen sind auf dieses Spiel hier gespannt. Und dank Rebellion dürfen wir schon die ersten drei Missionen heute spielen. Und ab dem 25. darf ich dann alles zeigen, was sich hier in diesem Spiel befindet. Auch die legendäre Hitler-Mission. Hitler wird mal wieder sein Ei verlieren. Ansonsten checkt gerne meinen Zweitkanal ab. Dort werde ich nämlich auch ein bisschen was vom Mehrspieler zeigen. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Missionen. Wir spielen die PC-Version. Die sieht verdammt gut aus. Leider gibt es nur diesmal keine deutsche Sprachausgabe. Ja, die Vorgänger hatten alle eine deutsche Sprachausgabe. Teil 5 nicht. Ich weiß aber nicht, ob die Deutschen im Spiel Deutsch reden, das werden wir dann sehen. Ansonsten gibt es auch dreimal das Spiel zu gewinnen für den PC. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Und jetzt legen wir los mit der ersten Mission. Viel Spaß! 1944. The tide of war has turned. The Axis is on the run. Forced out of North Africa, losing ground in Italy. Everyone knows what the next step is. An invasion of mainland Europe, mounted from England. But nobody knows when or where the blow will fall. Agents from SOE work alongside the resistance, always chasing rumors, trying to stay one step ahead of the Germans' efforts to turn the tide back in their favor. An animal is always most dangerous when it's cornered, and the Reich is baring its teeth. Since 42, they have been fortifying the coast, building their great Atlantic Wall. Special units of Allied commandos attack points along the coast, making the Germans look this way, then that, keeping them guessing, hunting for gaps in the armor, cracks in the wall. Fairburn. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders? We wait for air cover from our boys in the RAF. And once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here, then proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. All right, that's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. We aren't landing with those searchlights up. Take them out. Won't be a problem. Should scout the shoreline with binoculars. Spot my targets. Ach ja, der gute alte Karl. Also wie gesagt, keine deutsche Sprachausgabe. Möglicherweise reden die deutschen Soldaten aber Deutsch. Wir werden es sehen. Jetzt erstmal die erste Bullet Cam. Oh yes, das Baby fliegt. Genau ins Zentrum und... Alter! Diesmal alles anatomisch korrekt. Du siehst wirklich alles. Das hier wird das brutalste Sniper-Elite aller Zeiten. Ich freue mich schon auf die richtigen Kills. So, warte. Vorsichtig. Und die nächste Kugel fliegt. Armer Junge. Armer Junge. Scheinwerfer zerspringt und seine Fresse wird mit Glas. Oh, wie die Knochen und so raussplittern. Just gonna enjoy the scene. All right. See you on the other side, Sullivan. Got to secure the beachhead.
Make the landing zone safe for the Rangers. Better get to it. Alright. Optisch sehr gut. Aber ich fand die schon immer hübsch. Ich fand, das waren schon immer sehr, sehr geile Spiele, was die Optik angeht. Und auch hier in Teil 5 in Frankreich. Das Spiel sieht gut aus. Das Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Okay, wir können Hocke, Bauchlage. Ach, und hier oben sehen wir Geräusche. Aber nicht unsere Geräusche, oder? Nee. Das sind die Geräusche, die einfach nur die Umgebung macht. So, gehen wir mal hoch. Looten können wir natürlich auch. Ja, ich spiele das Ganze mit Controller. Warum? Weil. Ich weiß. Die Leute drehen jetzt schon wieder durch. Was? Er hat eine PC-Version und zockt das mit Controller. Aber da kann ich meine Füße hochlegen und ein bisschen chillen. Ich bin ein alter Mann, ja? Die Zeiten sind vorbei, wo ich verkrampft von meinem Monitor hängen kann. Ich muss das Leben leicht nehmen. Can't give away my position. Should take him down quietly. Und plötzlich explodiert der Himmel. Warum gönnen uns die verdammten Alliierten zur Abwechslung nicht mal eine ruhige Nacht? Okay, sie reden Deutsch. Wir haben die Wahl zwischen tödlich und nicht tödlich, natürlich tödlich. Alright. Oh, das Gehirn, wie es rumgewackelt hat. Nicht schlecht. Aber ja, die Deutschen reden Deutsch. Ja, für die Atmosphäre natürlich cool. Wenn die Leute dann in ihrer Landessprache reden oder Akzente haben, Dialekte und so weiter und so fort. Ich mag das eigentlich ganz gerne, den Kontrast. Geben wir ihnen verdammt nochmal was, worüber sie sauer sein können. Kann ich ihn wegshooten? Na, jetzt geht er genau natürlich einen Schritt zur Seite. Boah, das sieht so böse aus, ne? Also bei der Bulletcam, da legen sie immer wieder eine Schaufel drauf. Da sitzt ein ganzes Team und denkt sich, wie können wir das Ganze noch verstörender und blutiger machen? Die wurde eigentlich immer anatomischer von Teil zu Teil. Bestimmt haben sie es noch nicht über den Kanal transportiert. Wir müssen weitersuchen. Alright. Ich arbeite mich mal hoch. Das alte Fischernetz. Ach, da vorne bist du. Will ich ihn wegshooten oder will ich ihn schlitzen? Ich glaube, ich will ihn schlitzen. Erstmal gucken, wie er sich bewegt. Ah, kann ich ihn umgehen? Ich habe keine Ahnung, wie lange er so stehen bleibt. Welcher Idiot hat zugelassen, dass diese Informationen gestohlen wurden? Der müsste hier eigentlich im Müll wühlen. Tja, jetzt bist du tot. Officer is likely to have something important on him. Should check the body. Alles klar, checken wir mal hier. Was haben wir gefunden? Das Bootshaus. Tür aufschließen. Military papers. Should have a look. See what's going on here. Schauen wir mal rein. Ziel abgeschlossen. Den Strand sichern. According to this, the SS captured a resistance cell in the town last week. It must be Blue Viper's network. Alright. Ja, es ist wirklich einfach nur mehr Sniper-Elite. Aber mehr will ich auch gar nicht. Ich liebe diese Serie und ich finde so ein paar kleine Verbesserungen, eine neue Story. Nein, die sind ganz schön zäh. Aber er besorgt bestimmt die. Hoffentlich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Wir müssen noch die Waffen aus ihren Verstecken holen. Das dauert. Ja, mehr will ich gar nicht. Ich will mehr vom Gleichen. Reicht mir völlig. Moment, treffe ich den nicht? Dann kann ich mich aufs Ohr hauen. Treffe ich den hier? Ja. Stimmt, wir haben ja gar keinen Schalldämpfer. Und... Ob die alle blaue Augen haben? Got to secure my contact.
Can't just leave them to die if they've been captured. Alles sauber, Alter. Okay, das sieht ziemlich mies aus. Moment, was konnte ich dir eben gerade machen? Eine Sprengfalle. Ich kann also auch eine Leiche als Köder verwenden. Oh. Ja, der liegt sehr speziell. Der alte Franz. Ach, dieser Franz. Und ihr stellt euch mal vor, hier ist so eine Sprengfalle. Und einer seiner Kollegen kommt. Ach, dieser Franz. Was macht der wieder für einen Blödsinn? Boom. Erledigt. Können wir Autos... Ja, können wir auch sabotieren. Ah. Ja, geil. Jetzt macht das Ding hier Geräusche. Lockt die Gegner an. Oder wir können halt schießen. Genau dann, wenn der Motor knallt. Der Auspuff. Warte mal, wo gehen wir lang? Mal hier nach oben. Wir gehen mal hier nach oben. Yep, das ist der richtige Weg. Wer zum Geier ist das denn? Ach, der ist jetzt nervös. Ach ja, und es gibt Hakenkreuze. Denn die Serie hat ja immer NS-Symbolik vermieden. Gesagt, ja, nee, machen wir nicht. Klar, wir reden von Nazis und ja, da ist auch Hitler. Aber ein Hakenkreuz ist trotzdem nicht drin. Weil jetzt die Gesetzlage aber anders ist und Hakenkreuze in Videospielen komplett erlaubt sind hier in Deutschland, haben sie es, denke ich mal, angepasst und gesagt, ja gut, jetzt ist ja alles cool. Weil sie wussten, der deutsche Markt, ne, der ist wichtig. Sniper Elite, das ist in Deutschland unglaublich beliebt. Der Franz, was macht er denn da? Kann ich ihm den Hoden wegschießen? Ich probier's. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Ja, es war der Hoden. Es war der Hoden. Der eine, der lag so ein bisschen schief. Der eine Hoden, der hatte so eine leichte Schieflage. Aber ja, jetzt wo halt die Symbole cool sind, haben wir Sniper Elite auch mit Nazi-Symbolen. Ich weiß gar nicht, ob der erste Teil welche hatte, aber 2, 3, 4 hatten definitiv keine. Ich weiß gar nicht, ob die Zombie-Teile welche hatten, aber ich glaube auch nicht. Okay, man kann natürlich ganz viel schleichen. Wie viele sind das denn jetzt? Einer? Hinten ist noch einer am Rauchen. So, erstmal markieren die Jungs. Schallgedämpftes Gewehr ist halt so göttlich. Was macht der denn? Sardinen schlabbern oder wie? Oh mein Gott, wie detailliert ist das? Der hatte ein braunes Auge und ein blaues? Alter, du siehst echt alles, ne? Das ist krass. Und es fühlt sich auch viel saftiger an als in den Vorgängern. Also die Gewalt ist schon ein bisschen härter. That'll be where they're holding the resistance. Got to get past these Nazis and get inside. Get inside. Gestern habe ich Brothers in Arms this grass could make some useful cover. Hochgeladen. Und da haben die Leute natürlich auch wieder gleich geschrieben, so, warum sind denn die Symbole so wichtig? Und ich bin halt der Meinung, warum nicht, ja? Wenn man hier schon so ein historisches Setting hat, warum sollten die nicht drin sein? Die gab es eben nun mal und dementsprechend kann man sie auch darstellen. Und nein, wenn man Nazis erschießt, ist man logischerweise kein Nazi, weil auch viele haben mich gefragt. Oder einige haben geschrieben, viele, was heißt viele? Einige haben geschrieben, ey, warum auf einmal hier Hitler schießen? Bist du etwa rechts? Und ich dachte mir nur so, Alter, das war gar nicht mehr zu überbieten, was Dummheit angeht. Es tat richtig weh. Ich hatte wirklich, als ich das gelesen habe, seelische Schmerzen, körperliche. Mein Körper hat gezittert. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. But they found us anyway.
in spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. But I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Muller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. Now, the safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Viva la Resistance! Not much more to go now. Target's nearly in sight. Kann man hier noch irgendwas looten oder so? Kann man irgendwas mitnehmen? Ach ja, es gibt auch wieder Ränge. Nichts. Can hear voices through those walls. Was versteckt. Should focus. Wir haben uns ja nicht mit Mistgabeln angegriffen. Bolzenschneider gefunden. Wie wechsle ich denn die Waffe hier drüben? Alles wie gehabt. Pistole ist natürlich standardgemäß mit einem Schalldämpfer, aber wir wissen, wir spielen hier Sniper Elite, dementsprechend hat das Ding halt jetzt nicht so die Wahnsinnsreichweite. Ach, dafür brauchen wir dich. Schloss knacken können wir auch. Verdammte Partisanen, gebt auf, ihr habt den Krieg doch schon verloren. Wir machen's mal. Schwupps. Achso, den messer ich. Wie dieses Gehirn wackelt, ne? Be a good place to check my weapons before hitting the field. Stock up on supplies as well. So, erste Hilfe bin ich voll. Hier drüben geht noch irgendwas. Moment. Das hier nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Pistolenmunition. Hier ist das Gewehrlager. Was bist du denn? Leistung besser. Schussfolge schlechter. Kontrolle schlechter. Beweglichkeit schlechter. The sniper rifle looks good. Das hatten wir davor, ne? Drei Schuss hat das Baby hier. Was gibt's denn hier? Flaschen. Ach so, zur Ablenkung. Werkbank. An einer Werkbank kannst du deine Waffe wechseln und anpassen. Um eine andere Waffe zu wechseln, wähle sie aus und lege danach eine Waffe von der nun erscheinenden Liste fest. Wenn du eine Waffe mit Hilfe von Aufsätzen anpassen möchtest, wähle die Zahnrad Schaltfläche aus. Okay. Verstanden. Zahnrad für Anpassen. Ach, wir können hier jederzeit auf die andere wechseln. Also ich glaube, wenn wir die einmal eingesammelt haben, dann gehört sie uns. Jede Anpassungsoption kann die Leistung der Waffe beeinflussen. Schau dir die Vor- und Nachteile in der Zusammenfassung deiner Waffe an oder drücke Blub, um ausführliche Informationen anzeigen zu lassen. Leistung, effektive Reichweite und Schaden deiner Waffe, Schussfolge, Geschwindigkeit deiner Waffe beim Feuern und Nachladen, Kontrolle, Rückstoß, Stabilität und Genauigkeit deiner Waffe, Beweglichkeit, Auswirkung der Waffe auf deine Bewegungs- und Zielgeschwindigkeit, höhere Reichweite, Entfernung, auf die Feinde deine Waffe hören können, Magazingröße, Anzahl der Patronen pro Magazin und Zoom, maximale Vergrößerungsstufe deines Zielfernrohrs. Alright. Jetzt wissen wir, was das alles bedeutet. Ist aber auch irgendwie logisch. Schauen wir mal rein. Ich hätte ganz gerne einen Bushmaster. Nee, ich hätte gerne Schalldämpfer. Hier. Was ist das hier? Hörreichweite. Gibt's keinen für die Waffe, hm? Nee, Mündung müssen wir hin. Mündung. So. Das kann ich schon mal ranmachen. Hier ist der Schalldämpfer. Das wäre halt geil, ne? Das wäre halt richtig geil. Damit wird das Spiel natürlich deutlich cooler.
Aber man kann eine Menge modifizieren. Konstruktion. Hier kann man auch noch die Optik verändern. Kosmetik. Kann man auch noch ein bisschen was verändern. Und natürlich auch noch das Visier. Mehr Zoom-Optionen. Sehr gute Sichtbarkeit. Stabilität. Und hier, ja. Ja, der Zoom reicht erstmal bis jetzt, oder? So. Lassen wir alles mal so. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the job. Kabams. Alright. Gehen wir mal weiter. Obwohl leichtes Joggen natürlich nie gut ist, denn sonst hast du ja keine Lunge. Denn der gute Karl, der ist irgendwie ein extremer Superheld ohne Ausdauer. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! That radar tower is still operational. Nazi Bastards. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Looks like the air raid didn't take it out. I'll have to do this the old-fashioned way. Auf Wiedersehen und tschüss.